Einen wunderschönen Servus und Hallo heute zur 41. Folge vom Notizblock. Wir stehen hier in Zürich vor der Markhalle und in der Markhalle läuft jetzt gerade nichts Geringeres als Irvi Gilirvi. Das absolute Musical, was in der Schweiz irgendwie alle Rekorde gebrochen hat und was alle Leute über alles lieben. Es ist in Schweizer Mundart, es ist mit lauter bekannten Schweizer Hits. Und ja, wir schauen uns das gleich mal an und erstmal nehme ich euch mit rein ins Foyer, weil ich denke nicht, dass ich bei der Show filmen darf. Also, rein geht's. So, und bei der Show mitfilmen kann ich natürlich nicht und deswegen kriegt ihr jetzt einen kleinen Trailer. So sieht das Ganze aus. Matze. So. Hier ist einmal die gesamte Cast, ja, die gleich nicht näher rankommen. Das sind Murmeltierchen. Echt irre, das sind lebensgroße Murmeltiere auf der Bühne. Ich freue mich sehr drauf, mal sehen, wie das wird. Hallo, wir sind jetzt hier, wir haben die Show hinter uns und wir haben ganz viel Spaß gehabt bei Ewige Liebe und ich habe jetzt die wahnsinnige Ehre, ich sitze jetzt hier mit der Hauptrolle aus Ewige Liebe. Marianne, hallo. Hallo. Vielleicht willst du kurz erzählen, du spielst die Heidi, was ist das für eine Rolle, wer ist die Heidi? Heidi ist die Protagonistin von der Show und es gibt halt wie immer um eine Liebesgeschichte. Es geht um eine Liebesgeschichte, die eher traurig endet. Es scheint so, als würde sie traurig enden. Aber am Schluss gibt es dann doch ein Happy End. Also das Paar Heidi und Danneli bekommen die Chance, alles nochmal zurückzuspulen und nochmal die Sachen zu glätten, die sie halt vielleicht falsch gemacht haben. Und so gibt es ein Happy End. Da warst du auch schon ein bisschen so bei der Story drin. Also es geht um Heidi und Danneli. Danneli ist ein Junge. Es ist jetzt nicht so ein gängiger hochdeutscher Name. Genau. und was passiert da? Die beiden, so zur Story. Danneli betrügt mich, aber das ist eher so ein Hinterhalt, den Ferdinand, eine andere Rolle im Stück, quasi einfädelt, weil er denkt, wenn mich Danneli betrügt, dann werde ich seine Frau. Und das ist dann tatsächlich so. Es passiert auch so, aber eben die Zeit wird dann wie zurückgedreht und Danneli bekommt nochmal die Chance, mir zu beweisen, dass er mich wirklich liebt und dass wir zusammengehören. Das ewige Liebe existiert. Genau, das ewige Liebe existiert. Ja, cool. Und ich habe jetzt, ihr spielt jetzt länger als gedacht. Also wie lange kann man euch jetzt noch sehen und wie immer? Genau, also wir haben jetzt eigentlich Derniere am 28. Juni, aber wir werden das Stück nochmal verlängern bis Ende Dezember 2009 und Premiere haben wir im September. Okay, und dann spielt ihr wie oft? Sechsmal Mal die Woche. Sechsmal genau. Die Woche. Also Mittwoch bis Sonntag. Hier in Zürich im Markt? In der Markhalle, genau. In der Markhalle hier in Zürich. Genau. So eine Karte hier, sowas da. Das vielleicht ganz kurz zu signieren. Da ist die Unterschrift drauf. Und also diese schöne Karte hier jetzt gerade unterschrieben, die würde ich wieder verlosen, wieder ein kleines Gewinnspiel. Hast du vielleicht auf die Schnelle irgendeinen schweizerdeutschen Satz, der ein bisschen schwierig ist? Oder irgendwie so ein, was die... Glunkeloch Bad Trube.
Bitte noch einmal. Glunkeloch Bad Truber. Gut, wunderbar. Also, ihr habt jetzt zweimal gehört, was ihr machen müsst bis nächste Woche. Diese Folge, setzt euch vor die Kamera oder vor das Audioaufnahmegerät und nimmt dieses Wort auf, was dann auch unten da stehen wird. Und ja, dann lose ich wieder unter den Einsendern. Und ihr kriegt dann hier diese quasi individuelle Autogrammkarte von Ewige Liebe mit Unterschrift hier. Und ja, wie kann man dich erreichen, wenn man jetzt sehen will, Marianne, oh, ich habe dich gesehen bei Ewige Liebe und jetzt will ich sehen, was du so in Zukunft machst. Wie erreiche ich dich? Genau, ich habe eine Homepage, das ist mariannewager.com. mariannewager.com, steht genau. Jetzt hier unter dir im Bildschirm. Ansonsten würde ich sagen, vielen Dank für das kleine Interview und wir sehen uns morgen wieder zur 42. Folge vom Notizblock. Servus, adios, tschüss.